Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Kampfkunst Lifestyle. Ja, ihr seht schon, heute Double Impact. Ja? Dave mit am Start, David und Dave mit Kampfkunst Lifestyle. Merch in der Beschreibung wird ja auch immer wieder gefragt. Wie gesagt, das dazu, aber worum geht es heute? Und zwar ganz oft, wir beide lesen ja auch immer ganz viel, was denn geschrieben wird, worum es geht. Und da wird ganz oft auch immer wieder gefragt, David, was machst du in der Bodenlage, wenn jemand auf dich eintreten will? Und ich würde sagen, das zeigen wir mal eben schnell. Ne? Alles klar. Wir sehen uns wieder nach dem... Ihr wisst es, kommt. Intro. Genau. Boom. So, ihr seht schon, ich mache heute einen auf gemütlich, einen auf Lenz hier. Das ist auch mal was ganz anderes. Nein, aber auf jeden Fall nehmen wir einfach mal an, alles ist schiefgelaufen und ich wurde zu Boden befördert oder ich liege auf dem Boden nach dem Wurf oder was auch immer. Kann ja auch stolpern, kann ja alles Mögliche sein. So, jetzt liege ich hier und mein Angreifer steht dort. So, haben wir einfach mal eine günstige Position, wo ich sagen kann, ey, ich liege so, dass mein Angreifer noch schön weit weg ist, ja? Dann nutze ich von hier aus definitiv ein Fronttritt zum Knie. Aber nicht einfach nur das Bein raustreten, sondern nutzt eure Hüfte, wie auch im Stand. Ja, das heißt, ich drücke sie hier raus. Hier kriege ich den ganzen Druck. Dabei habe ich die Deckung immer oben. Ja, ich kann das mit links machen, ich kann das aber auch mit rechts machen. Okay? Ganz wichtig hierbei jetzt noch, nicht unbedingt ein Jig-Turn. Jig-Turn ist diese Position, sondern mehr den Fuß leicht drehen. Dadurch habt ihr die Auftrefferfläche leichter zu treffen. Ja, weil hier gibt es mal eben ganz schnell, wupp, ich rutsch ab und er kommt trotzdem auf mich zu, okay? Komm mal auf mich zu, ne? Genau, und ihr seht schon, wupp, abgerutscht, ja? Ganz wichtig da nochmal auf mich zu, ich baue hier eine richtige Sperre ein. Seht ihr schon, Fuß ist quer, ja? Ich bin hier, wupp, baue hier eine Sperre ein. Und ganz wichtig ist, ich will hier nicht auf dem Boden rumarbeiten, ja? Was ich zum Beispiel nicht machen will, natürlich klappt es in einigen Kampfsporten, Techniken oder bei einigen Kampfsportlern ist, wenn er vor mir steht, hier so eine Schere zu machen, zu sagen, ey, ich schieße ihn auf und drücke ihn dann weg, ja. Liegt man hier zum Beispiel und ich bin jetzt eine Frau, die 50, 60 Kilo wiegt und ich habe jetzt jemanden, der da 90 Kilo wiegt, dann kann ich hier brechen und biegen, wie ich will, der fällt einfach auf mich ein, ja. Und das wird dann nicht funktionieren. Deswegen muss ich versuchen, auch so schnell wie möglich aus meiner misslichen Lage wieder in eine gute Lage kommen. Das heißt, ich muss so schnell wie möglich hier wieder weg. Wenn er auf mich zukommt, bam, gehe ich sofort rauf und danach werde ich sofort aufstehen und versuchen, mir einen Fluchtweg zu suchen. Ja? Wir haben einmal die Rückenlage und wir haben auch einmal natürlich die Seitenlage. Wobei auf der Straße die Seitenlage nicht so bequem ist wie im Gym. Im Gym trainiert man oft auch hier die Seitenlage, entweder mit dem oder mit dem, wo ich hier rauskomme. Aber denkt immer dran, euer Ellbogen schabt die ganze Zeit auf dem Boden. Ja? Ist nicht so gesund und auch nicht so schön. Deswegen ganz wichtig, wenn ich hier bin, auch immer dran denken, Rückenlage, Hüfte hoch, ja? Bein quersetzen und ihr könnt hier arbeiten. Das Gute ist auch immer, ihr könnt Folgeangriffe machen, weil der Kopf dadurch runterkommt, bin ich hier, bäb, bumm, ja? Oder kann auch doppelt treten, bäb, bumm und aufstehen, weg. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber nehmen wir mal an, bis dahin habe ich das gar nicht erst geschafft, sondern ich liege, bumm, und jetzt kommt er von der Seite, ruhig mal Dave, angelaufen und haut einen Tritt raus. Wie kann ich den abwehren? Hier haben wir dasselbe Prinzip wie bei einer Baseballschläge oder beim Schlagstock. Macht keine Doppeldeckung und lasst von dem Treffer die ganze Fläche bei euch aufkommen, ja? Das heißt, ich mache nicht so, bäm, weil das Ding geht durch, ja? Ihr merkt das trotzdem, das wie ein Fußball. Jeder, der mal Fußball gespielt hat und einen Ball geschossen hat, der weiß, wie viel Power da drin steckt, ja? Selbst mit Deckung ist da vorbei. Deswegen ganz wichtig, ich drehe mich, das ist die erste Option, schon mal beim Tritt raus. Das mache ich ganz am Ende. Seht ihr, was mein Fuß hier tut? Der Tritt kommt auf mich zu, ich drehe mich raus. Damit nehme ich die Power von dem Tritt weg. Halte natürlich eine Doppeldeckung im Jumpsaw, wie in unserer Grundstellung, und versuche nach dem Tritt einfach nur über sein Bein zu rollen, hier auf den Boden zu kommen und hier wegzugehen. Gut, wir machen das Ganze einmal von der anderen Perspektive, schön langsam, damit ihr es auch aus diesem Winkel seht. Dave kommt an, ich gehe zurück, gehe in die Doppeldeckung, greife dann das Bein und drücke hier an der Kniescheibe runter. Ja? Stehe danach sofort auf, kann natürlich auch einen Tritt zum Unterleib als Garantie, um dann abzuhauen. Wir werden das Ganze auch gleich nochmal schnell machen, aber ich glaube, noch einmal zeigen wir es langsam. Ich bin hier, ganz wichtig, denkt dran, aus der Trittkraft rausgehen. Das ist ganz wichtig. Nicht hier sowas versuchen, nochmal Tritt kommt, bäm, und dann hier, das wird nichts.
Ja, da haut ihr euch die Elle und Speiche mit kaputt. Sondern Trittkraft rausnehmen, dann runter, dann zurück. Okay? Warum wir das so machen, zeige ich auch einmal kurz ein Beispiel. Darf einmal aufstehen. Wenn wir jetzt hier stehen und ich gebe Ihnen einfach mal meine Fläche für einen Low Kick. Na, tritt mal. Boom, hat er hier eine schöne Fläche. Ja? Die passt wunderbar, weil die Entfernung einfach stimmt. Ja? Tritt mal schön zu und bam. Ja, nochmal und bam. Gut. Und nochmal, Dollar, bam. Gut. Dasselbe mit derselben Kraft wird er jetzt nochmal tun und ich gehe einfach nur ein paar Zentimeter zur Seite. Und nochmal und ihr seht schon, da kommt kaum noch was an. Mach mal ruhig ein Roundhouse wie bei Muay Thai, dass du dich richtig mitdrehst. Ja, selbst da geht die Power raus. Ne? Ich bin hier, das wird richtig doof. Da kommt nur noch ganz wenig bei euch ran. Und genau dasselbe tun wir auch, wenn ich also hier liege, der Tritt durchgeführt werde mit meinem Rausdrehen. Ja, ich reagiere in einer ganz kurzen Millisekunde, wenn ich den Tritt sehe. Das Ganze mal schnell. Ich bin hier. Und noch einmal. So, ihr seht schon, konnte ich ihn direkt stoppen. Nochmal. So, konnte wieder stoppen. So, gut. Das ist das Spiel, so wie ihr das auch trainieren müsst. Ja? Ganz wichtig, könnt ihr ihn stoppen, dann stoppt ihn. Lasst ihn nicht trotzdem durchlaufen. Ja? Und sagt so, ach komm, den gebe ich ihm. Denn auch so ein Tritt auf den Boden, selbst mit rausdrehen und Bein fangen, ist unangenehm. Ja? Aber es ist eine Möglichkeit, da rauszukommen. Alles klar, das war's auch schon, würde ich sagen. Ich danke dir vielmals und wir sehen uns natürlich wieder, wenn es wieder heißt Kampfkunst Lifestyle. Wenn irgendwelche Fragen sind, ab in die Comments. Daumen nicht vergessen und bleibt gesund, trainiert hart und bis zum nächsten Mal. Ciao.